herzlich willkommen zu einem neuen Büchervideo. Heute am Samstag, genau. Und da ich jetzt hier irgendwie drei angefangene Bücher habe, aber noch keins richtig beendet habe, obwohl sie alle drei sehr gut sind, aber ich momentan irgendwie mal wieder nicht so die Zeit habe, viel zu lesen oder den Kopf frei habe, viel zu lesen, habe ich mich einfach dreisterweise mal selber getaggt. Wie ihr im Titel schon lesen könnt, geht es heute um die Probleme eines Büchernerds. Und ja, der Tag, den habe ich gesehen bei All About Alice. Ich verlinke euch ihren Channel mal in der Infobox, genauso wie die Fragen, und fange einfach mal kurz und knackig an. Und zwar, du hast 20.000 Bücher auf deinen Sub, Stapel der ungelesenen Bücher. Wie in aller Welt entscheidest du, was du als nächstes liest? Erstmal kommt es darauf an, auf was für ein Genre ich dann Lust habe. Zum Beispiel, ja, ob ich jetzt einen Roman lesen will, was Spannendes. Und dann schaue ich eben entweder, was gute Bewertungen hatte oder nach dem Autor. Wie ich hatte zum Beispiel lange was von Fitzek auf meinem Sub liegen und denke mir, wow, du willst mal wieder was Spannendes lesen. Fitzek ist immer gut. So entscheide ich das dann einfach. Oder ja, manchmal gucke ich auch einfach so die Bewertungen durch, oder das entscheide ich aus dem Bauch raus. Intuitiv schaue ich einfach so den Stapel durch, auf was hast du denn gerade Lust, und manchmal auch, was möchte ich denn gerade als nächstes auch rezensieren. Das spielt bei mir auch noch immer so eine kleine Rolle. Hast du Lust, eine Reihe fortzusetzen? Solche Sachen eben. Also das entscheide ich wirklich so ein bisschen aus dem Bauch hinaus heraus, und wenn ich mich nicht entscheiden kann, dann lese ich mir Rezensionen durch oder eben die Bewertungen. Du bist bei der Hälfte eines Buches und magst es einfach nicht. Hörst du auf oder liest du es auf jeden Fall zu Ende? Ich höre definitiv auf, weil es gibt so viele Bücher auf meiner Wunschliste, auf meinem Stapel ungelesener Bücher, und mir ist meine wertvolle Lesefreizeit dann einfach zu schade. Dann breche ich es wirklich ab und dann soll es halt nicht sein. Es kann auch mal sein, dass ich ein Buch pausiere und es zu einem anderen Zeitpunkt weiterlese, weil es jetzt nicht zur Stimmung passt oder weil ich jetzt einfach nicht weiterkomme oder gerade jetzt nicht, keine Lust habe. Oder zum Beispiel ihr oder jemand anders mir sagt, ja, du musst es aber zu Ende lesen, weil es so toll ist und so. Und dann lege ich es halt wirklich erstmal auf Seite. Aber ich werde es nicht weiterlesen, weil ich habe dann auch keinen Spaß an dem Buch und bekomme dann auch ganz schnell eine Leseflaute, was ja auch dann blöd ist. Drittens, das Ende des Jahres naht und du bist so nah dran und gleichzeitig so weit entfernt davon, deine Lese-Challenge für das Jahr zu knacken. Versuchst du noch aufzuholen, und wenn ja, wie? Ich muss dazu sagen, dass ich grundsätzlich eigentlich keine Lese-Challenges mache. Da gab es ja immer mal was, ja, jeden Monat so und so viele Bücher lesen oder von jedem Genre so und so viel oder irgendwie so einen Lesemarathon machen. Lesemarathon oder sowas, das bringt bei mir eh nichts, weil wenn ich mich dann unter Druck setze, dann, ich weiß nicht, ich werde dann auch erst recht müde beim Lesen oder schweife erst recht bedingt. Ich kann mich dann nicht so auf die Geschichte einlassen. Und aber ich mache viele Sport-Challenges zum Beispiel, und da kann man es vergleichen. Wenn ich jetzt eine Challenge machen würde und kurz davor bin, die zu beenden, aber ja, ich aus welchen Gründen auch, wie die Frage schon sagt, trotzdem so weit entfernt bin, ich versuche trotzdem auf Biegen und Brechen die Challenge dann so gut wie möglich noch zu beenden. Das ist dann einfach mein Ehrgeiz. Das wäre jetzt aber was den Sport betrifft. Aber was Bücher betrifft, ist es sehr unwahrscheinlich, weil ich eben keine Challenges drehe, absolviere. Ja, Lese-Challenge bringt einfach bei mir nichts, weil Lesen kommt bei mir aus dem Gefühl heraus, und ich muss Lust zum Lesen haben, und mir nicht die Lust auferzwingen mit einer Challenge quasi. Das Druck und Lesen, das funktioniert bei mir einfach nicht. Viertens, dass die Cover einer deiner Lieblingsreihen passen überhaupt nicht zusammen. Wie gehst du damit um? Ja, ich weiß, es kommt immer auf den Inhalt drauf an, aber ich bin da sehr empfindlich. Und jetzt habe ich hier so ein Beispiel. Ich habe hier ein Taschenbuch und zwei Hardcover. Und ich habe das hier damals nicht als Hardcover mehr bekommen, nur noch als Taschenbuch. Und wenn das jetzt hier so im Buchregal steht, das nervt mich unglaublich. Ich kann das nicht leiden. Es ist genauso, man hat
ja, eine angefangene Buchreihe und dann verändert der Verlag irgendwas an der Reihe im Aussehen. Das nervt mich so unwahrscheinlich. Das ist so ein Schandfleck im Buchregal einfach. Natürlich, wenn die Bücher und die Geschichte sehr gut ist, ich kaufe mir die Bücher trotzdem und ich lese die auch trotzdem und ich erfreue mich auch an der Geschichte wahnsinnig. Aber wenn ich das so im Buchregal sehen habe, ja, das nervt mich unglaublich sehr, muss ich wirklich gestehen. Wie ist denn das bei euch? Das würde mich wirklich interessieren, ob nur ich da so empfindlich bin oder, ja. Ich glaube, das kommt halt einfach drauf an. Ich sammle ja die Bücher, ich habe die ja in meinem Buchregal stehen und ja, ich denke mal, bei Sammlern ist es dann wirklich so, dass die dann schon die tollen Bücher dann gleich haben möchten. Fünftens, absolut alle lieben ein Buch, das dir überhaupt nicht gefällt. Was tust du? Ich stehe dazu und sage, das ist nicht mein Fall und lese es dann einfach nicht. Es gibt Genre, es gibt Bücher, mit denen kann ich absolut nichts anfangen und die lese ich dann einfach nicht. Ich finde zum Beispiel die Tagebücher eines Vampirs nicht so toll wie viele andere. Oder es gibt so viele Bestseller, die mir überhaupt nicht gefallen. Jetzt fällt mir bloß auf Anhieb. Ich bin schon ein Mainstream-Leser trotzdem. Also ich lese schon sehr viel, was vielen gefällt oder den meisten gefällt. Ja, sonst wären es ja auch keine Bestseller, wenn es nicht für die Masse geschrieben wäre. Ich lese aber auch einige Bücher, ja, wo die Meinungen sehr auseinandergehen. Aber wenn mir was nicht gefällt, nur weil es allen gefällt, ich weiß nicht. Ich sage dann einfach, ist nichts für mich, lese ich nicht, gefällt mir nicht. Also habe ich überhaupt kein Problem damit. Sechstens, du liest ein Buch und du bist drauf und dran, in aller Öffentlichkeit loszuheulen. Und wie vermeidest du das? Ja, also normalerweise weine ich jetzt nicht bei Büchern. Also das ist eigentlich ziemlich selten. Aber mir ist es hier passiert, bei diesem hier, da ist mir doch ein Tränchen gekullert. Da habe ich euch auch schon eine Rezension dazu gedreht. Ich meine, dann ist es so, es ist mir schon unangenehm, da bin ich ehrlich. Ich weine dann auch nicht Rotz zu Wasser, sondern ja, es kullert halt ein Tränchen und man guckt halt dann so weg. Das muss ja, geht einfach keinem was an. Ich finde, es ist ja, dann trotzdem etwas sehr Privates, wenn einen eine Geschichte sehr mitnimmt und es geht einen dann eigentlich, also niemandem was an, aber wenn man in der Öffentlichkeit ein trauriges Buch liest, ist man auch selber schuld. Aber ja, ich versuche es zu verstecken, wenn es dann so ist. Dann, siebtens, es erscheint ein Folgeband einer Reihe, die du gern magst. Allerdings hast du überhaupt keine Ahnung mehr von der Handlung des Vorgängerbandes. Würdest du A, das vorherige Buch einfach nochmal lesen, B, die Fortsetzung nicht lesen oder C, im Internet nach einer Zusammenfassung suchen oder D, in Frustration versinken? Natürlich D, ich bin komplett frustriert. Nein, das ist natürlich Quatsch. Das kam mir bei der Sugi Steakhouse-Reihe, kam das ein paar Mal vor. So grundsätzlich merke ich mir ja den Inhalt aller meiner Bücher. Also ich kann in meinem Buchregal irgendein Buch rausziehen und weiß noch genau, ob es mir gefallen hat und worum es ging. Aber gerade so bei so sehr, sehr langen Reihen, da weiß man nicht mehr so genau, wann hat man aufgehört, war das im letzten Band oder so Einzelheiten. Und dann lese ich einfach das letzte Buch, die Hälfte nochmal quer einfach. Also wenn ich wirklich nicht weiß, ja, wo es genau geendet hat oder was jetzt das Highlight von dem Buch war. Und weil da vermischen sich dann auch oft die Grenzen. Und ja, ich lese es dann nochmal, aber ich lese es dann halt einfach quer. Ich lese es dann nicht nochmal so intensiv. Außer es gefällt mir sowieso so super gut, dann lese ich halt ein Buch zweimal oder sogar dreimal. Auch das kann durchaus vorkommen. Ja, es kommt natürlich auf die Reihe dann auch drauf an. Du willst, dass niemand deine Bücher ausleiht. Was antwortest du, wenn jemand ein Buch von dir leihen möchte? Dann sage ich einfach, dass ich grundsätzlich keine Bücher verleihe. Ja, es ist ja auch oft so, dass man sich über ein Buch unterhält im Freundeskreis, im Bekanntenkreis und die Leute dann wirklich auf mich zukommen, die meinen es gut und sagen, ey, das ist ein total tolles Buch, das kann ich dir mal ausleihen. Ich leihe mir grundsätzlich keine Bücher, weil ich die Bücher, die ich lese, gerne besitzen möchte und es ist halt einfach so bei mir. Ja, deswegen lese ich auch nur E-Books von Büchern, die ich bereits habe für unterwegs. Also ich möchte die Bücher einfach in Buchform in meinem Besitz haben. Ich möchte mir keine Bücher ausleihen.
Und mit dem Verleihen ist es so eine Sache. Ich leihe sehr, sehr ungern Bücher aus, weil ich einfach oft Bücher dann nicht zurückbekommen habe oder in einem ganz schlechten Zustand, was ich einfach maßlos unhöflich finde. Bücher nicht, überhaupt Dinge, die man sich leiht, einfach nicht mehr zurückzugeben. Gut, man kann es auch mal vergessen, aber wenn man dann immer wieder zu der Person dann hingeht und gerade Bücher bedeuten mir sehr viel und das wissen die Personen auch, die sich ein Buch von mir ausleihen und das dann nicht mehr zurückgeben, obwohl man sie mehrmals darauf anspricht und dann in einem ganz schlechten Zustand. Also das finde ich einfach unhöflich. Dann lieber sollte man das Buch dann nochmal kaufen und es dann zurückgeben. Ja, und ich habe dann schon sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen leihe ich grundsätzlich keine Bücher mehr aus. Also außer einem sehr, sehr, sehr kleinen Kreis, wo ich dann mal eine Ausnahme mache. Aber grundsätzlich, ja, wenn mich jetzt jemand fragt, kannst du mir das mal ausleihen, dann sage ich, sei mir nicht böse, ich möchte es nicht ausleihen, aus den besagten Gründen. Ich finde, es spricht auch nichts dagegen, da offen und ehrlich damit umzugehen. Warum soll ich da rumdrucksen? Das ist ja ein Quatsch. Und warum soll ich was tun, was ich nicht möchte? Das ist auch ein Quatsch. Ja, kann man schon dazu stehen. Du steckst in einer massiven Leseflaute. Wie befreist du dich daraus? Ich kaufe mir ein Buch, das ein absoluter Page-Turner sein wird. In dem, ja, das gibt ja bestimmte Autoren, die einen immer begeistern, die man liebt. Oder eine bestimmte Jugendgeschichte oder ein bestimmtes Jugendbuch-Genre. Oder, also ich kaufe mir ein Buch, von dem ich von vornherein weiß, das ist was für mich, das muss ich lesen, das will ich lesen. Ist entweder mit sehr, sehr viel Spannung oder wo ich komplett in der Geschichte versinken kann. Das kann zum Beispiel Sebastian Fitzek sein. Oder ich habe was total Gutes gemacht. Einmal im Monat kommt bei mir so ein Page-Turner-Video raus, wo ich mir von euch wünsche, dass ihr mir mal eure Lieblingsbücher reinschreibt, also Bücher, die ihr nicht aufhören konntet zu lesen. Und dann kaufe ich mir da eins nach und lese es dann. Und da habe ich schon sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ihr habt mir wahnsinnig gute Bücher empfohlen und ich hoffe, dass es auch weiterhin so läuft. Und ansonsten ja, kaufe ich mir wirklich Bücher, von denen ich weiß, aufgrund von Recherchen, anderen Rezensionen oder eben bestimmte Autorengenre, kaufe ich mir einfach wirklich Bücher, wo ich weiß, die sind was für mich. Und ja, und wenn ich dann so ein Page-Turner-Lieblingsbuch gelesen habe, dann bin ich dann auch meistens aus meiner Leseflaute raus und dann möchte ich wieder unglaublich viel lesen. Genau. Dieses Jahr erscheinen so viele neue Bücher, die du unbedingt lesen willst. Wie viele liest du dann tatsächlich? Ich sag, wenn mich 15 bis 20 Bücher interessieren, die auf meiner Wunschliste wandern, lese ich im Endeffekt so 3 bis 4. Mehr nicht, weil mein Sub selber eben so riesig ist. Dann gerade als Booktuber bekommt man dann auch manchmal Bücher, die man ja auch liest, weil die haben bei mir immer Vorrang, weil ich das immer schon so nett finde, dass man eben Bücher bekommt, dann will ich denen dann auch den Vorrang geben. Dann hat man den eigenen Stapel ungelesener Bücher. Und Beispiel ist die Buchmesse. Ich habe mir eine Wunschliste gemacht, was ich unbedingt lesen möchte, habe mir davon bisher ein einziges Buch gekauft. Also die Wunschliste, die modert ewig lang vor sich hin und dann kommen ja immer neue Bücher nach, die man lesen möchte oder rein werden fortgesetzt oder Lieblingsautoren. Also es hört nie auf und das ist ja auch das Schöne, dass einem immer neue Geschichten geboten wird und dass man immer mehr, ich setze mich da aber auch nicht unter Druck. Ich denke mir zwar manchmal auch, schade, das willst du auch noch lesen, aber du hast keine Zeit oder so, denke ich mir zwar manchmal, oder ja, auch wenn ich Rezensionen von anderen Booktubern schaue oder ja, mir neue Bücher vorgeschlagen werden, denke ich mir oft, oh, ja, würde ich mir gern kaufen, wandert mal auf die Wunschliste. Dort wandert es auch hin, aber ja, wie es halt so ist, ne? Im Endeffekt, ja, ich würde sagen, von 15 Büchern sind es etwa so 3 Bücher, die ich dann tatsächlich kaufe und lese. 11. Wenn du diese Bücher gekauft hast, wie lange dauert es dann, bis du sie auch wirklich liest? Wenn ich mir 3 Bücher kaufe, dann lese ich eines sofort, weil ich mir das Buch ja dann kaufe und habe da gerade Lust drauf.
Und das zweite dann wahrscheinlich auch. Und das dritte wandert dann meistens schon wieder auf den Stapel der ungelesenen Bücher. Aber wird relativ schnell, also früher war das anders, da habe ich mir immer alles Mögliche gekauft und gehortet. Aber inzwischen kaufe ich einfach nicht mehr so viel. Und ja, die lese ich dann eigentlich relativ zeitnah. Was anderes ist es, wenn ich irgendwo, wie zum Beispiel auf einem Flohmarkt oder auf einer Auktion oder so, irgendwie günstig an gebrauchte Bücher rankomme. Oder die mir so über den Weg laufen oder ich Bücher geschenkt bekomme. Dann dauert es auch mal länger. Aber wenn ich mir wirklich selber Bücher kaufe, dann lese ich die wirklich sehr, sehr zeitnah. Also ja. Hat sich sehr verändert in den letzten Jahren, mein Leseverhalten oder mein Buchkaufverhalten. Also früher war ich da süchtiger, jetzt bin ich da etwas vernünftiger geworden und möchte auch meinen Stapel der ungelesenen Bücher so nach und nach abbauen, aber das dauert noch lange. Also ich kann mich auch von keinem trennen, ich möchte die wirklich auch alle noch lesen. Und ja, ab und zu liest man halt mal eins, dann liest man wieder drei neue Bücher und dann, es wird schon. Ja, Hauptsache ist ja, dass man überhaupt liest und ich für meinen Teil finde jetzt meinen Stapel ungelesener Bücher auch nicht übertrieben. Ja, wir Book-Nerds haben schon ganz schön viele Probleme, wie man gerade feststellt. Ziemlich lustig. Ja, wenn ihr euch getaggt fühlt, dann gerne könnt ihr mir ja mal schreiben, könnt mir die Fragen beantworten, könnt selber ein Video drehen. Ich habe mich ja auch einfach selber getaggt. Ja. Ansonsten schreibt mir mal, wie ihr das so handhabt und ich würde mich über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch viele, viele gute Seiten. Bye!